Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es kommt endlich mal wieder ein Video von mir nach ein paar Tage Krankheit. Ich war leider sehr stark erkältet und ja, vielleicht hört ihr es noch raus. Also es ist noch nicht ganz weg, aber ja, jetzt kann ich mal wieder ein Video machen. Und zwar gibt es heute ein Haul-Video für euch. Es ist zwar nur ein kleines Haul-Video, aber ja, das möchte ich euch die paar Sachen zeigen. Und zwar war ich bei Penny, habe ich mit drei Sachen mitgenommen. Und zwar zweimal Müsli. Das ist einmal von der Rewe Eigenmarke, von der Penny Eigenmarke, das frische Müsli. So schaut das aus. Mit 1000 Gramm drin. Ja, welches mir schmeckt. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Für ab und zu esse ich mal Müsli. Entschuldigung. Dann habe ich mir auch noch von der Eigenmarke das Trauben-Nuss-Müsli mitgenommen. Schaut so aus, wie gesagt, sind auch 1000 Gramm. Das habe ich heute schon probiert. Naja, da muss ich sagen, bin ich nicht so begeistert von. Da kommt nichts von einer Tore eines Dinkel-Müsli, kommt bis jetzt keiner ran. Ja, aber aufessen werde ich. Dann habe ich auch noch von Penny ein Duschgel von Today. Fruchtzauber, Wohlfühldusche mit dem Duft von Pfirsich, Kokosnuss und Grapefruit. So schaut es aus, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich denke mal, es ist bestimmt etwas sommerlich. Oh ja, ist sehr, sehr fruchtig. Man riecht auf jeden Fall den Pfirsich raus. Alle Fälle. Und ja, dann habe ich von Lidl, von der Eigenmarke, auch ein Duschgel Rio de Janeiro von Cien Limited Edition. Da bin ich auch gespannt drauf, habe ich jetzt noch nicht probiert. Und dann habe ich noch etwas über Facebook gewonnen. Und zwar von Kerastase, La Couture, das ist so ein kleines Haarspray. Ja, habe ich schon einmal ausprobiert jetzt. Und ich muss sagen, ich finde es ganz, ganz toll. Es hat einen tollen Geruch. Und wie hier drauf steht, ist es Medium halt, also mittelstark halt. Ja, finde ich ganz toll und werde mir vielleicht auch in großer Größe bestellen. Muss ich mal gucken. So, das war's mit meinem kleinen, aber feinen Haul. Und ich habe eigentlich vor, jetzt in der nächsten Zeit noch ein Food Haul zu machen. Und zwar habe ich so jetzt Sachen eingebunkert. Und da wollte ich mal fragen, ob ihr sowas sehen wollt. Aber es ist bis jetzt erstmal nur so ein bisschen nudellastig. Und da gehe ich am Montag auch nochmal ein bisschen einkaufen. Und dann, wenn ihr wollt, werde ich dann das Video auch nochmal abdrehen. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ja, das Wetter spielt ja jetzt zurzeit wieder sehr, sehr schön mit. Und viel Spaß bei allem, was ihr heute vorhabt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!